dort, ich will einen Müller-Haul machen, den zweiten Teil. Ich habe viele Sachen gekauft, die ich auch brauche, aber auch Sachen, die ich unbedingt haben wollte, weil bei Essence geht ja wieder vieles aus dem Sortiment. Und das zeige ich euch auch. Und generell gehen auch viele Sachen aus dem Sortiment, die will ich euch auch langsam, die will ich euch auch zeigen. So, ich hoffe, das Licht geht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist zu dunkel, aber ich brauche es eh nur für ein Video. Also wundert euch nicht, wenn ihr diesmal dieses Outfit nur einmal seht. Irgendwas ist mit meinen Haaren. Die fühlen sich so komisch an. Irgendwie, weiß ich nicht. Egal, heute habe ich ein Bad Hair Day, obwohl ich es mir extra gewaschen habe, aber okay. So, als allererstes habe ich natürlich Wattepads gekauft. Die brauche ich ja sowieso jedes Mal. Dann habe ich diesmal auch andere Wattepads mitgenommen mit Ringelblumenextrakt. Das sind so runde, große Wattepads. Mal zum Ausprobieren. Dann habe ich meine Einwegwaschlappen mir nachgekauft. Eine Packung habe ich nämlich schon wieder aufgebraucht. Dann habe ich meine Kosmetiktücher. Ich habe vergessen, noch eine Packung zu kaufen. Ist mir aufgefallen. Leider. Ja, deswegen muss ich noch eine nachkaufen. Aber ich finde das Design von der so schön. Die passt so richtig ins Badezimmer. Dann habe ich mir natürlich zwei Schachteln Kaffee gekauft beim Müller. Das ist der, den ich immer trinke. Ich schmeiße da gerade alles aufs Bett. Ja, dann Wattestäbchen. Die brauche ich ja sowieso jedes Mal. Und meine sind leer und ich dachte eigentlich, dass ich noch Backups habe, aber ich habe keine mehr. Dann habe ich mir gekauft, was waren die drei letzten? Die waren um 50 Cent reduziert, das Winterbärenbad. Ich habe ja gesagt, dass ich mir das nachkaufen werde und ich habe gesehen, dass es jetzt auch noch reduziert ist und musste mir sofort drei Stück mitnehmen. Das waren leider die letzten, sonst hätte ich mehr mitgenommen. Dann habe ich sechsmal das Trackle Moon bzw. den Badezusatz mitgenommen von Trackle Moon. Ich hatte da noch nie einen, weil mir die eigentlich zu teuer waren, aber die waren um 80 Cent reduziert. Ich werde morgen mal gucken, ob es noch welche gibt, dann werde ich mir auf jeden Fall noch welche kaufen, weil ich bin nicht so der Zimtmensch, aber das riecht mega und ich liebe ja Trackle Moon, aber das hatte ich noch nie, diese Badezusätze. Ich habe die schon so oft gesehen und habe bis jetzt noch keinen einzigen gekauft, aber ja, also da gibt es ja auch sogar meinen Apple Pie Hacks und wenn der rausgeht, werde ich mir alle kaufen. Wirklich alle. Aber den Zimt werde ich mir auch noch ein paar Mal nachkaufen. Ich habe mir zweimal das Batiste Trockenshampoo nachgekauft, weil es in Aktion war. Ich wollte mir eigentlich mehr mitnehmen, aber ich habe dabei nur zwei mitgenommen. Ich hoffe, das kommt bald wieder in Aktion, dann kaufe ich mir noch mehr. Ihr wisst ja, ich kaufe die immer, wenn sie in Aktion sind und dann mehr davon, weil sie ja günstiger sind. Die zweite Rechnung natürlich. Dann kommen wir schon zu Deko. Es gab von Essentia den Abverkauf seit Montag und... Oh, ein Rotkehlchen. Oh, ist ja wohl schnuffig. Noch welche? Oh, viele Rotkehlchen. Okay, Schluss jetzt. So, waren mal eine Zeit lang meine Lieblingsvögel, deswegen diese Begeisterung. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft, die reduziert waren. Aber nicht nur von Essence, sondern auch... Oh, mein Specht ist wieder da. Der merkt, wenn ich Videos drehe, dann tut er am Baum vor meinem Haus klopfen. Böser Specht. Und ein Rotkehlchen kommt zurück. Okay, jetzt reicht's aber mit diesem Vogelgelaber. So, ich habe mir den Primer von Sleek gekauft, weil der um 7,50 Euro reduziert worden ist. Der geht leider auch aus dem Sortiment. Aber ich habe mir gedacht, okay, wenn er aus dem Sortiment geht, versuche ich ihn mal, weil er ja günstiger war. Ich glaube, der war vorher viel teurer. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der vorher gekostet hat, aber er war viel, viel teurer. Ich finde, er ist auch relativ klein. Die Tube ist auch relativ klein, die ist nur ganz, ganz mini. Aber ich wollte ihn unbedingt ausprobieren. Dann habe ich mir von Essence diese Cooling and Relaxing iPads gekauft. Die wollte ich auch unbedingt haben, wie die im Sortiment kommen sind. Und jetzt sind sie rausgegangen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, für 95 Cent nehme ich sie mir mit. Dann habe ich mir ganz viele Pinsel gekauft. Und noch was, wo ich echt schockiert war, dass das aus dem Sortiment gegangen ist. Und zwar geht es um den Rainbow Highlighter von Essence. Da war ich echt schockiert, dass der aus dem Sortiment geht, weil der ging so gut, wie er rauskommen ist bei uns bei Müller. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht verstanden. Und ich wollte ihn eigentlich von Anfang an haben, haben aber gedacht, nein, du hast so viele Highlighter. Und ja, jetzt war er um 95 Cent reduziert, da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Und habe mir den als allererste gleich genommen, weil den wollte ich unbedingt haben. Ich finde den so, so schön. Ich habe den so oft schon probiert und
als das da oben hatte ich ihn bis jetzt noch nicht, aber ich finde den echt, echt schön. Ich freue mich, dass ich ihn jetzt endlich habe. Und dann habe ich ganz viele Pinsel. Der einzige, der nicht reduziert war, war der Highlighter-Pinsel da. Aber den wollte ich unbedingt haben. Den wollte ich schon die ganze Zeit unbedingt haben. Und ich glaube kaum, dass der irgendwann aus dem Sortiment geht. Deswegen habe ich mir gedacht, kaufe ich mir den. Wenn er doch rausgeht, kann ich mir ja noch ein, zwei kaufen. Weil Highlighter-Pinsel brauche ich eh in letzter Zeit sehr, sehr oft. Dann habe ich mir noch zweimal die Smoky-Brushes gekauft. Diese Lidschatten-Pinsel. Ich mag eigentlich das Design nicht. Aber ich habe mir gedacht, ist egal. So, weil die Pinsel mag ich sehr, sehr gerne. So zum Lidschatten verblenden mag ich die eigentlich sehr gerne. Und ich fand es schade, dass sie die rausgenommen haben. Aber ich habe gesehen, es kommen auch schöne Pinsel nach. Den habe ich zweimal. Ich habe einen nur schon benutzt und den habe ich schon gewaschen. Deswegen habe ich jetzt nur noch den einen da. Das ist der Make-up-Pinsel von Essence. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Make-up-Pinsel von Essence hatte. Aber ich habe den nicht umsonst so oft verkauft damals, weil der war echt gut. Also, wie er jetzt noch nicht rausgegangen ist, habe ich den sehr, sehr oft verkauft, weil viele, die von Make-Up Factory nicht kaufen wollten, weil die so teuer sind. Und den fand ich wirklich gut. Bin gespannt, was als Ersatz dann nachkommt, meine Güte. Dann habe ich noch den Camouflage-Pinsel mir zweimal gekauft. Einen habe ich auch schon in Benutzung. Habe ich den sogar da? Ich glaube schon. Ich glaube, den, ja, wenn man den auf die Schnelle finden würde. Ja. Einen habe ich hier schon in Benutzung. Ich finde den auch wirklich gut. Bin froh, dass ich mir den gekauft habe. Und dann habe ich noch einmal einen als Backup. Ich gehe mit dem Pinsel in meinen kleinen MAC Concealer, weil ich mit dem Finger nicht reingehen will. Und mit dem Schwämmchen auch nicht, weil ich finde das mit dem Schwämmchen auch nicht so das Beste. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe mit dem Pinsel rein und ich decke das viel, viel besser mit dem Pinsel ab als mit dem Schwämmchen oder mit den Fingern. Weil ich in letzter Zeit so viele Pickel habe. Meine Haut dreht in letzter Zeit wirklich durch. Und ich hoffe, dass ich bald mein L'Oreal-Serum leer habe, damit ich mein Lancôme-Serum aufbrauchen kann. Ne, Blödsinn, das war falsch. Ich hoffe, dass ich mein L'Oreal-Serum aufbrauchen kann, damit ich mein Lancôme anfangen kann. So war das. Ja. Deswegen habe ich mir den zweimal mitgenommen. Nein, deswegen eigentlich nicht, aber ich, ja, habe mir den zweimal mitgenommen. So, das war's jetzt mit dem Video. Irgendwie bin ich heute verwirrt. Das ist, weil ich heute eigentlich was ganz anderes machen wollte, aber ja. Deswegen habe ich mir gedacht, ich drehe das eine Video, weil jetzt ist eh schon drei. Bis ich noch eins drehen könnte, wäre es dann zu dunkel. Deswegen hebe ich mir das fürs Wochenende auf, obwohl heute eh schon Freitag ist. Ja. Aber egal. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es relativ kurz war. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, ob ihr von Essence auch was von den Abverkauf gekauft habt. Ich habe auf jeden Fall zugeschlagen, weil ich fand das, das ist das Problem. Bei Catrice bin ich stark geblieben, weil da viele Lippenstifte rausgegangen sind. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, Lippenstifte hast du genug, deswegen nein. Aber bei Essence war es wieder das Problem. So wie bei den letzten Abverkauf, da habe ich ja so viel gekauft, das war nicht mehr normal. Aber egal. Für 95 Cent kann man da nicht wirklich was sagen. Ja, das heißt, ich werde das Video jetzt beenden. Ich hasse meine Haare heute. Weiß nicht, was los ist. Heute ist so ein richtiger Scheißtag. Ich habe zu lange geschlafen. Ich bekomme schon wieder Schnupfen. Ja, egal. Wir sehen sich dann im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn das Video ein bisschen chaotisch war. Bis zum nächsten Mal. Bye.